Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns über anabole, androgene Steroide unterhalten, dann stellt sich der ein oder andere die Frage, worin besteht denn nun der Unterschied zwischen dem Testosteron, dem Östrogen, dem Nandrolon oder auch dem Methenolon, dem Primobolan, vielleicht als für den Laien einfacher bekannt und auch einfacher zu verstehen. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass alle anabolen androgenen Steroide vom eigentlichen Hormon, primären männlichen Geschlechtshormon, dem Testosteron, abstammen. Die Bezeichnung Testosteron, zunächst einmal muss man hier den Steranring verstehen, um auch die Bezeichnung und die Biochemie und die Wirkung am Androgenrezeptor etwas zu verstehen, ist erstmal der Steranring. Er setzt sich aus drei sechsgliedrigen und einem fünfgliedrigen Ring zusammen. Das hatte ich bereits schon mehrfach besprochen. Und der Fachmann spricht hier von einem Hexadecahydrocyclopentapentandren. Also das vergessen wir gleich wieder. Nur der Vollständigkeit halber werde ich Ihnen diesen Ring noch einmal ganz kurz aufzeichnen. Ich werde Sie damit nicht lange langweilen, sondern das sind Dinge, die wir verstehen müssen. Und zunächst einmal deswegen geben Sie mir die 2 Minuten, an denen ich hier versuche, Ihnen das noch einmal zu verdeutlichen. Wir haben es also mit 3 Sechserringen zu tun, den A-Ring, den B-Ring und den C-Ring. Der nächste Ring ist ein Fünferring. Also A, B, C und der D-Ring. Wenn wir jetzt hieraus Testosteron machen wollen, dann ist das gar nicht so schwer. Testosteron besitzt nämlich hier an C3 eine Doppelbindung Keto. Einmal das erste. Das zweite, wir haben es mit einer OH-Gruppe zu tun, an C17. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die Sie sich merken müssen. Dann, was macht das Testosteron überhaupt aromatisierbar über die Aromatase-Reaktion? Nämlich die Doppelbindung hier an C1, 2, 3, 4, 5. Zwischen C4 und C5 haben wir beim Testosteron, dem männlichen Geschlechtshormon, eine Doppelbindung. Aber natürlich auch finden wir Testosteron in entsprechender Konstellation bei der Frau. Nur eben entsprechend niedriger. Aber hier greift die Aromatase. Das bedeutet also, dass Hormone, Oxandrolon, Primobolan, Masteron, die hier keine Doppelbindung haben, auch Prima Vista nicht aromatisieren. Es ist noch ein bisschen komplizierter, aber prinzipiell kann man sich das so vorstellen. Wenn wir weiterarbeiten, dann haben wir beim Testosteron hier oben eine Methylgruppe, also CH3. Auch hier an C10 haben wir eine Methylgruppe. Wir zählen also folgendermaßen durch. C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Alpha alkyliert würde also bedeuten, wenn wir über Alpha oder Beta sprechen, ins Bett legt man sich oben rein. Das heißt also, der entsprechende Substituent würde aus der Papierebene nach oben zeigen, Beta oder Alpha nach unten zeigen. Also wir sprechen hier von aus der Papierebene nach oben oder nach unten. So unterscheiden zwischen Alpha und Beta. Das ist nur der Vollständigkeit halber. Wichtig ist zu verstehen, wir haben noch unsere Substituenten, die wir hier wie folgt noch einzeichnen müssen, nämlich die Protonen,
Das ist an der Stelle, wäre unser Testosteron. Und Testosteron, ein potenziell aromatisierbares Steroid. Wenn wir daraus jetzt Methanolon machen, beispielsweise Primobolan, dann entfernen wir hier die Doppelbindung und setzen hier ein weiteres Proton ein und hier oben eine weitere Methylgruppe, CH3. Deswegen handelt es sich hier auch beim Methanolon, beim Primobolan, um ein anaboles Hormon und weniger Androgen. Warum? Weil wir erstmal 20 C-Atome haben im Vergleich zu 19 C-Atome vom Testosteron oder 19 Nonsteroiden, dem Nandrolon, Ihnen sicherlich auch bekannt als Dicadorabolin. Da haben wir hier eben dann an C10 noch eine Veränderung, auf die gehen wir später ein. Zunächst einmal wichtig, wir haben hier eine Doppelbindung. Wenn wir uns über Primobolan unterhalten, haben wir keine Doppelbindung zwischen C4 und C5. Dafür haben wir eine Doppelbindung zwischen C1 und C2. Ansonsten verändert sich beim Primobolan relativ wenig, meine Herren. Das müssen Sie einfach verstehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir uns über Testosteron unterhalten, über Nandrolon unterhalten und die Löslichkeit, die Strukturformel erkennen. Und es ist so, dass eben Nandrolon besser löslich ist, deswegen können wir 250 Milligramm lösen. Beim Methanolon, aufgrund der weiteren Methylgruppe, ist Methanolon nicht so gut löslich und deswegen können wir hier auch nicht so viel Wirkstoff lösen. Und das heißt, wir haben also einen etwas weniger lipophilen Wirkstoff, ein etwas weniger lipophiles Steroid. Und das ist der Unterschied. Wenn wir jetzt daraus zum Beispiel, um es mal nochmals zu verdeutlichen, Östrogen machen wollen, dann müssen wir hier oben eine Methylgruppe entfernen und wir müssen an der Stelle hier die Doppelbindungen einsetzen, und zwar den sogenannten Aromaten. Der Aromat ist eben eine Aromatase-Reaktion, durch die Aromatase-Reaktion hervorgerufene Doppelbindungen am A-Ring. Und das ist wichtig zu verstehen, denn der Unterschied zwischen Testosteron und dem Östrogen ist einmal, wir haben eine Methylgruppe weniger, also zwei Methylgruppen weniger, wie beispielsweise Primobolan. Wir haben hier oben die OH-Gruppe und wir haben aber hier die Methylgruppe. Das ist in dem Fall Östrogen. Allerdings haben wir einen Fehler gemacht. Etwas haben wir darüber gesehen. Es stimmt noch nicht. Das ist noch kein E2 oder kein Estradiol, sondern hier dieser Substituent muss noch weg. Dann haben wir hier das Östrogen. Und Östrogen wirkt potenziell proinflammatorisch, das wissen Sie, meine Herren. Das kann man daran erkennen, dass viele Frauen, wenn sie im Rahmen ihrer Wechseljahre oder auch teilweise während der Menstruation, gibt es Situationen, wo Entzündungen aufflammen können oder Entzündungen durch den Progesteroneinfluss reduziert werden können. Und das hat mit der Struktur vom Östrogen zu tun. Wenn wir nämlich beispielsweise hier an C3 eine Sulfatgruppe anbringen würden, dann hätten wir durch ein sogenanntes Enzym, das Sie vielleicht noch nicht kennen, das ist Estradiolsulfontransferase. Dieses Enzym bindet erstmal hier an C3 einen Schwefelsulfat. Und dieser Schwefel, wenn wir uns das anschauen, eine Doppelbindung hier zu O, hätten wir demzufolge dann nachher einen Schwefel. Ich zeichne ihn jetzt hier jeweils mit zwei Doppelbindungen zu O und insofern dann einer OH-Gruppe. Das wäre der Schwefel. Und Schwefel an der Stelle bedeutet, wir haben es mit einer inaktiven
Östrogenvariante zu tun, die vor allem zum Beispiel inhibiert werden kann durch Tumornekrosefaktor Alpha. Ein Entzündungszytokin. Der Tumornekrosefaktor Alpha hemmt in dem Fall die Estradiol-Sulfotransferase. Das heißt, wenn Sie Entzündungen haben, wenn Sie tote Zähne haben, devitalisierte Zähne, Wurzelkanalbefüllte Zähne und daraufhin, oder Nikos, im Kieferbereich entzündliche Prozesse in Ihrem Körper ablaufen oder mikrobielle Homöostaseveränderungen mit Leaky Gut, dann haben Sie hier eine Inhibierung der Estradiol-Sulfon-Transferase. Dieses Enzym, das heißt Östrogen, das inaktive Östrogen sulfatiert macht, und das ist bei Rheumatoide Arthritis oder bei entzündlichen Erkrankungen häufig der Fall, dass wir eine Dysregulation von Östradiol hin zu Östrogensulfatierung haben, und das führt zu einem verstärkten Entzündungsprozess. Ein Thema wichtig, ein weiteres Thema, was wir verstehen sollten, wäre, wenn es um chronische Krankheiten geht und Hormon-Replacement-Therapie, dann ist es so, dass wir immer, wenn wir eine Hormon-Replacement-Therapie anstreben, meine Herren, aber auch meine Damen, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir COMT und MAO bestimmen. COMT und MAO sind COMT, Catechol-O-Methyltransferase. MAO, Monoaminooxidase. MAO. Monoaminooxidase. Bleiben wir beim COMT. Catechol-O-Methyltransferase sorgt für die Bildung von Catechol-Östrogenen. Und Catechol-Östrogene sind weniger stark am Östrogenrezeptor aktiv, beispielsweise im Vergleich zum normalen E2 nur 7-11%, so sind die Daten aus der Wissenschaft. Und was passiert hier, wenn wir unser Östrogen nehmen? Dann vergessen wir mal das Thema hier Sulfat für einen Moment und kommen zurück zum normalen Östrogen. Der Übersichtshalber, normales Östrogen, muss nicht abgelenkt werden. Und wir haben es hier mit 2-Hydroxyestradiol zu tun, eine OH-Gruppe an C2. Dieses Östrogen ist nicht sonderlich stark affin am Östrogenrezeptor. Und wenn wir eine Schwäche haben, einen genetischen Polymorphismus, also nicht Wildtyp sind, sondern Homozygot und genetische Polymorphismen aufweisen, dann können wir häufig über eine Schwäche von COMT nicht nur aus Östradiol kein 2-Hydroxy oder 4-Hydroxy, dann wäre eben die OH-Gruppe an C4, C1, 2, 3, 4. Hydroxyestradiol wäre dann quasi wo? Die OH-Gruppe hier an C4. Diese beiden Östrogene, entweder 2-Hydroxyestradiol oder 4-Hydroxyestradiol, sind deutlich weniger aktiv am Östrogenrezeptor und damit weniger Proinflammation. Heißt also, wenn Menschen bestimmte Xenobiotika, das sind Verbesserungsspritzen der Regierung, das sind darunter Arzneimittel zu verstehen, Metforminsäure, Salicylsäure, Clomiphen beispielsweise oder andere Nahrungsmittelchemikalien, Lebensmittelfarbstoffe, Phytoöstrogene, Umweltchemikalien, die auch durch einen Mechanismus in den Körper gelangen, den ich teilweise noch nicht verstehen kann. Die Rede ist von Tattoos, zum Beispiel hydroxylierte, polychlorierte Biphenyle, verschiedene Abbauprodukte davon,
nanopartikularisierte Plastikverbindungen, Farbstoffverbindungen. Das sind Dinge, die hier auf diesen Stoffwechsel, auf die Abbaukapazität über 2-Hydroxyestradiol, 4-Hydroxyestradiol, über COMT und MAO eingreifen. Und Sie wissen selbst, meine Herren oder auch meine Damen, wenn wir mentale Probleme haben, wenn wir psychische Probleme haben, dann haben wir oft ein Problem, indem wir zum Beispiel Adrenalin oder auch Noradrenalin nicht richtig verstoffwechseln können. Die Folge ist Stressintoleranz. Wenn er zu viel kommt, haben über genetische Polymorphismen, dann bauen wir Dopamin und Serotonin zu schnell ab. Und wir landen am Ende des Tages beim Psychiater. Wenn wir dann vielleicht homozygot sind oder teilweise heterozygot, das heißt beide Gene locki geschädigt sind, homozygot, heterozygot, ein Gen, ein Allel geschädigt, da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, und wir verwenden dann Testosteron, dann rennen wir ins offene Messer. Das heißt also, bevor Sie eine Hormone Replacement Therapie beginnen, fragen Sie jemanden, der sich mit der Therapie auskennt. Das ist natürlich, meine Herren, nicht der Coach. Der soll es anders wissen. Und zwar aus folgenden Gründen. Wenn wir beispielsweise ein niedriges COMT haben, oder wenn wir ein Problem haben in der Sulforan, also Estradiol-Sulfon-Transferase-Reaktion, dann muss man das im Vorfeld kontrollieren, bevor wir Hormone Replacement Therapie beginnen. Wir fassen zusammen. Testosteron kann aufgrund seiner höheren Lipophilie besser gelöst werden in Trägerlösung. Das heißt, wir können 250 Milliliter lösen, 250 Milligramm lösen in einem Milliliter. Beim Primobolan gelingt uns das nicht aufgrund der Methylgruppe an C1. CH3. Hier haben wir beim Primobolan eine Methylgruppe und hier ein Proton an C1, 2, 3, 4, 5 haben wir einen Proton. Natürlich hier haben wir keine Doppelbindung, Doppelbindung haben wir oben, aber das ist die Antwort auf die Frage, warum können wir nur 100 Milligramm Methenolon Enantat kaufen und keine 250 oder 300 Milligramm. Und beim Nandrolon ebenfalls ist die andere Löslichkeit, nämlich indem wir hier die Methylgruppe abspalten, 19-NOR, ja, also ein Kohlenstoffatom weniger im Östrogen, und wir haben eben hier dann demzufolge ein Proton und dadurch eine verbesserte Löslichkeit. Deswegen gibt es Nandrolon in der 250 Milligramm Version oder gar der 300 Milligramm Version. Des Weiteren ist ganz entscheidend, wenn wir Entzündungen haben, chronische Entzündungen, dann sollten wir keine Hormone Replacement Therapie beginnen mit Testosteron, weil Testosteron über die Aromatase in Östrogen umgewandelt wird, je nachdem, wie viele Adipozyten wir haben, wie stark wir auch in den Silent Inflammation Prozess sind. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den wir bitte nicht vergessen dürfen, ist das Thema Estradiol-Sulfon-Transferase durch Entzündungen, durch Silent Inflammation, die wir meisten von Umweltschadstoffen erhalten. Meine Herren, wir werden die nächsten Tage einen Kurs anbieten, über 4 Wochenenden, jeweils 2 Stunden, zum Thema Anabole, Androgene, Steroide. Alles, was Sie zum Thema wissen müssen, werden Sie in diesem Kurs lernen. Ob Sie nun Coach sind, ob Sie Profi-Bodybuilder werden wollen oder aus irgendwelchen anderen Gründen sich für dieses einigermaßen spannende Thema
interessieren oder immer spannender werdende Thema interessieren, weil so viele Menschen darüber reden, so viele junge Männer darüber reden und ich habe noch keinen erlebt im Internet, die Grundlagen verstanden haben. Keine Frage. Deswegen dieser Kurs, den wir in Kürze starten werden, wenn Sie Interesse haben, können Sie mich gerne im Vorfeld kontaktieren. 4 Wochenenden, jeweils 2 Stunden. Biochemie der Steroidhormone, der Einsatz der Steroidhormone, Einsatz der Steroidhormone im Leistungssport, auch da gibt es erhebliche Defizite. Auch da sollte man sich auf ChatGPT oder Coaching verlassen, sondern indem man eben einfach die Biochemie lernt, wie man das im Pharmaziestudium lernt. Das sind die Grundlagen, natürlich abgespeckt in einer reduzierten Form für die Praxis ausreichend. Und last but not least, ganz wichtig, wir müssen auch über Abbau, Kapazität reden und genetische Polymorphismen. Ein wesentliches Thema. Es gibt kaum 2 Organismen, die man mit dem gleichen Pharmakon a priori behandelt. Meine Herren, meine Damen, alles Gute und bis bald.